Willkommen, Freunde, beim Anwesen der Adachi. Also die arme Sau, die gleich in der ersten Folge abgefackelt wurde. So, und die Fürstin, die suchen wir jetzt. Ach, da unten, ich sehe es. Wow. Bogenschützen haben den Reiter gejagt. Der Reiter war geschickt. Er wusste, wie man Pfeilen ausweicht. Ja, oder die Schützen waren einfach scheiße. Oh. Oha. Ein totes Pferd. Das Pferd gehörte dem Adachi-Clan. Seit Tagen tot. Fürstin Masako, ich bin's. Jin Sakai. Es hieß, kein Samurai sei aus Komoda entkommen. Mein Ehemann. Fürst Adachi starb den Tod eines Kriegers. Fake News. Er ist jämmerlich verreckt. Unsere Heimat. Warum seid ihr hier? Der Mongolenkhan hat Fürst Shimura gefangen genommen. Wenn euer Clan mir hilft, können wir meinen Onkel retten und eure Männer rächen. Der Adachi-Clan ist tot. Massakriert von unseren eigenen Leuten. Verräter. Warum töten sie die, die schworen, sie zu beschützen? Das werde ich herausfinden. Ich begleite euch. Nein. Stellt eure Belange nicht zurück für meine. Die Familie der Samurai sind meine Belange. Ich weiß, was es heißt, der Letzte seines Clans zu sein. Ich will nicht für euren Tod verantwortlich sein. Werdet ihr nicht. Kommt mit mir. Also, es tut mir leid, aber die Gesichtsanimationen sind teilweise echt für den Arsch. Kommt auf die Figuren an. Ich habe Feinde bekämpft. Sie wollten beenden, was sie begonnen hatten. In der Nacht, als mein Mann und meine Söhne zum Kampf gegen die Mongolen aufbrachen, kamen Attentäter zu unserem Haus. Meine Schwester nahm die Kinder und floh. Ich blieb bei den Frauen meiner Söhne und kämpfte gegen die Angreifer. Es waren zu viele. Und dann war nur noch ich übrig. So endete es auch für mich in Komoda. Für mich war es nicht vorbei. Ich habe sie hier begraben. Mit dem Rest unserer Familie. Scheiße. Hier ist irgendein Artefakt. Ich habe versucht, sie zu retten, aber die Mörder erwischten sie auf der Straße und brachten sie um. Meine Schwester, meine Enkelkinder, sogar die kleine Natsu. Sie war gerade erst geboren. Ich konnte sie nur noch neben ihrer Mutter begraben. Das hätte nie passieren dürfen. Meine Schwester hätte mit ihrem Gemahl im Norden begraben werden sollen.
Wenigstens ist sie bei ihrer Familie. Kommt. Wir reiten zum goldenen Tempel. Und ihr musstet das alleine tragen. Ich bin nicht allein. Die Mörder sind am Leben. Sie werden für ihre Taten bezahlen. Jede Sekunde, die diese Mörder frei rumlaufen, macht mir Schande. Sucht die Schuld nicht bei euch. Aber es ist meine Pflicht, sie dafür zu bestrafen. Ihr werdet ohne mich reingehen müssen. Findet den Mönch namens Sogen und erzählt ihm vom Schicksal des Adachi-Clans. Was habt ihr vor, Fürstin Masako? Ich bin eine trauernde Witwe. Wenn ihr mit Sogen gesprochen habt, sucht die Rüstungsschmiedin. Sie repariert etwas für mich. Ich möchte, dass ihr es nehmt. Das werde ich tun. Danke. Ich warte auf der anderen Seite des Tempels. Ich bin gerade am Überlegen, war das nicht die Gameplay-Demo, wo wir diesen Mönch hatten? Und war das nicht diejenige, die gegen ihn gekämpft, die ihn gejagt hat? Oh, ich ahne etwas. Nichts schlägt einen perfekten Schuss. Bis bald. Außer man hat eine Keule. Dann schlägt man eben mit der Keule. Fürst Sakai, es ist mir eine Ehre. Fürst Sakai! Schön, euch zu sehen. Gonjiro, nicht wahr? Ihr dientet Fürst Nagao. Er war ein guter Mann. Sein Verlust tut mir leid. Eine Ehre, dass ihr euch an einen einfachen Hausdiener erinnert. So viele von uns hier schulden euch ihr Leben. Ich fürchte, die Schlacht um unsere Heimat hat erst begonnen. Darum wollt ihr ja helfen, mein Herr. Die Menschen spendeten, was sie konnten und... Bitte, nehmt diese Geschenke an. Hab Dank, Gonjiro. Und alle, die etwas beigesteuert haben. Wir werden weiter spenden. Hier und anderswo, wenn eure Siege bekannt werden. Mögen die Kami euch beschützen. Ein neues Geschenk ist verfügbar. Ach so. Die Maske kennen wir doch. Hallo, mein Herr. Ich dachte gerade an die Worte meines alten Meisters Saigyo. Um den Geist zu reinigen, muss erst der Körper rein sein. Saigyo war ein weiser Mann. Er verbrachte nur zu viel Zeit singend in heißen Quellen. Doch stimmt dir seinen Worten sicherlich zu. Heilwasser, reinigender Dampf und der Schatten eines Rotahorns. Nichts stärkt den Kampfgeist wie ein Bad in einer heißen Quelle. Da habt ihr wohl recht. Genau das brauche ich. Hilfe! Sie rief mich in einem Traum. Ich konnte sie nicht finden. Da kann man nicht viel machen. Ach Gott, ich hatte das noch weitere Geschenke. Ach so, nein, das ist nur das Zeichen, dass es ein Geschenkaltar ist. Alles klar. Ihr wirkt bekümmert. Was Krieg? Ist? Ich sah einen furchtbaren Kampf am Kuta-Gehöft mit an. Banditen und Mongolen schlachteten einander ab. Normalerweise würde ich sie einander umbringen lassen. Doch dabei könnten anderen Gefahr geraten. Haltet euch dort fern. Ich sehe nach. An
meiner Rüstung zerbrechen die Mongolenwaffen. Fürstin Masako schickt mich. Sie meinte, ihr repariert etwas, was sie mir geben wollte. Die Rüstung. Eines der schönsten Stücke, an dem ich je arbeitete. Ich hole sie. Hey, die Rüstung wurde entweder für eine Frau oder für deren Mann hergestellt. Jetzt kannst du sie anziehen. Ach, einem der Söhne, alles klar. Sitzt wie angegossen, mein Herr. Die Qualität ist unvergleichlich. Sie wird euch gut dienen. Doch falls ihr Änderungswünsche habt, sagt einfach Bescheid. Ich brauche nur die nötigen Materialien. Danke. Was möchtet ihr verbessern? Ihr benötigt mehr für diese Verbesserungen. Ah, dass das so lang dauert, ja. Ja, ja. Leb wohl. Eine Rüstung wie diese lässt sich nie erstellen. Ist das ein Schwertschmied? Darf ja! Ich euer Katana für euch schärfen? Das Katana des Sakai-Clans. Eine vorzügliche Waffe. Das seht ihr auf einen Blick? Für mich ist jede Klinge einmalig. So unverkennbar wie ein Mensch, Fürst Sakai. Bringt mir das benötigte Material, dann verbessere ich mit Freuden ein so edles Schwert. Tötet Gegner schneller. Ganz am Ende steht dann, tötet Gegner sehr viel schneller. Schärfer denn je. Verzeiht, ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Trotzdem schon cool. Beschützt uns alle, mein Herr. Ist so der Typ da vorne? Fürst Sakai, es ist mir eine Ehre. Habt ihr hier das Sagen? Ich betrachte mich mehr als ein Diener, mein Herr. Bitte, nennt mich Junshin. Ich machte diesen Tempel zur Zuflucht für unser Volk. Ich werde es weiter sagen. Wenn sie die Reise nicht schaffen, gibt es bei Ariake auch Lager. Ich versorge sie mit so viel Essen, wie ich kann. Gut zu wissen. Ich suche einen eurer Mönchsbrüder. Ein Mann namens Sogen. Ich glaube, er fegt die Tempelterrasse. Hab Dank, Junshin. Setzt euer gutes Werk fort. Der fegende Mönch. Ihr seid hier. Da ist er. Seid ihr Sogen? Das bin ich. Ich bin Sakai. Ein Samurai? Lebend. Ich habe Nachricht von Fürstin Masako. Der Adachi-Clan wurde angegriffen. Sie ist die einzige Überlebende. Die Mongolen. Verräter. Aus unseren Reihen. Wie furchtbar. Hat jemand Verdächtiges den Tempel passiert? Bewaffnete Männer? Ich selbst habe nichts gesehen. Allerdings bin ich auch sehr beschäftigt. Bitte sagt Fürstin Masako, sie kann hier gern Zuflucht suchen. Das ist allein der Triebtäterblick von dem. Der hat irgendwas damit zu tun. Mein Herr, ihr seid hier.
Zeit. Lasst mich eure Rüstung veredeln. Ihr habt die Rüstung. Sie sitzt gut. Sie gehörte meinem Ältesten, Shigesato. Es ist mir eine Ehre. Ich sprach mit dem Mönch. Was hat Zogen gesagt? Er bietet euch Zuflucht im Tempel. Damit die Mörder meiner Familie wissen, wo ich bin. Wir müssen weiter. Das zählt, glaube ich, nicht mal als Handgepäck. Ihr glaubt, Zogen steckt hinter dem Massaker? Er kam kurz vor den Attentätern in mein Haus. Die kleine Ratte war ihr Späher. Das ist kein Beweis für seine Schuld. Nein, aber Grund, ihn zu verdächtigen. Zogen kam zu Beginn des Herbstes. Aus Kamiagata. Als wir von den Invasionsplänen der Mongolen erfuhren. Der Plan zur Vernichtung meines Clans erforderte Präzision. Planung. Und einen Krieg, um den Verrat zu tarnen. Wo ist dieser Mensch? Das ist Zogen. Er hat es eilig. Folgen wir dem Wolf zu seinem Bau. Wir sind so hungrig. Ihr leidet nicht aus Hunger. Weil ihr so sehr am Essen. Hier können wir hinunter. Alter, der Kerl ist mir jetzt schon unsympathisch. Ich sollte dem Mönch bloß Angst einjagen. Ich wusste, er verliert seine Ruhe. Macht einen Fehler. Jetzt führt er uns zu seinen Freunden. Bleibt in der Nähe. Man darf uns nicht sehen. Was für ein Drecksack. Ich finde diese Ausrufe so geil. Was ist das? Oh. Versteckt euch. Aha, da hinten das Haus. Ich denke, der wird noch einmal anhalten. Das alte Gasthaus. Na, vielleicht auch nicht. Masako lebt. Sie hat einen Samurai bei sich. Hat sicher die Männer beim Haus getötet. Ihr Narren, jetzt wissen Sie, dass ich beteiligt bin. Ihr müsst sie finden. Mäßigt eure Stimme. Ich gehe rein. Kommt erst wieder, wenn sie tot sind.
Diese Männer töteten meine Familie. Verschont den Mönch. Der Rest kann sterben. Schickt euren besten Krieger! Für den Azovchi-Clan! Ich glaube, das war ein bisschen unauffällig. Es gibt kein Entkommen, Sorgen. Ihr habt den Adachi-Clan ausgelöscht. Ich war nur ein Bote. Für wen? Wissen setzt dem Leid kein Ende. Ihr wisst nichts darüber, was Leid ist. Masako. Ich begrub meine Familie. Einen nach dem anderen. Ich brauchte Tage. Doch euch überlasse ich den Wölfen. Wir brauchen ihn lebend, bis wir wissen, wem er dient. Unsere Welt hat sich gewandelt. Und Visionäre müssen sich erheben. Wer im Weg steht, wird beseitigt. Sie waren Kinder! Masako! Oh Gott. Er hätte niemals geredet. Wir brauchen Informationen. Irgendwas muss uns doch weiterhelfen. Sucht draußen. Ich kümmere mich um das hier. Alter. Kommt hinterher zu mir. Mann. Das war eine blödsinnige Szene. Es tut mir leid. Ersatzwaffen. Sie haben Verstärkung erwartet. Kein Essen mehr da. Sie waren lange hier. Namen. Und ein Symbol. Masako kennt sie vielleicht. Habt ihr etwas gefunden? Eine Liste mit Namen und ein Clan-Symbol. Dasselbe Symbol tragen diese Männer. Ich habe es noch nie gesehen. Ein anderer Clan, der die Macht übernehmen will. Wir müssen ihn aufhalten. Das werde ich. Das schafft ihr nicht allein. Wenn mein Onkel davon erfährt, wird er nicht ruhen, bis die Verräter für ihre Tat büßen. Helft mir, dann vernichten wir jeden, der euch verletzt hat. Gemeinsam. Wenn ihr Hilfe braucht bei der Rettung eures Onkels, werde ich da sein. Danke, Fürstin Masako. Bis es soweit ist, habe ich zu tun.
Das klingt doch gut. Das klingt doch gut. Einen zusätzlichen Gegner oder die Chance, einen zusätzlichen Gegner zu töten, das finde ich gut. Sehr gut, Kage. So. Komm, ein kleines Kämpfchen will ich jetzt noch machen. Zum Abschluss dieser Folge. Ganz ruhig. Um wen geht es? Sie überfielen unser Haus. Die Straße runter. Meine Frau ist dort, mit meinem Sohn. Ihr ließt eure Familie zurück? Welche Wahl hatte ich denn? Ich bin kein Krieger. Ich helfe Ihnen. Bleibt hier. Scheiße. Na, Bilder können wir. Der Mann erwähnte Frau und Kind. Oh nein. Danke für den Fall. Keine Spur von der Familie. Vielleicht draußen. Wäsche, noch feucht. Ein Überraschungsangriff. Oh. Sehr viel Blut. Hier wurde jemand getötet. Leichen wurden geschleppt. Ins Wasser geworfen. Scheiße. Ein Spielzeug. Seine Familie hat nicht überlebt. Er sollte es erfahren. Ach, verdammt. Mein Herr, habt ihr sie gefunden? Eure Familie. Atme zornig ein. Mein Beileid. Warum habt ihr nichts getan? Kollege. Ich floh. Wie ein Feigling. Ich sollte auch tot sein. Ihr tragt keine Schuld. Lasst ihren Tod nicht umsonst sein. Bekämpft die Eindringlinge. Helft den Bedürftigen. Ja, mein Herr.
Erhalte zusätzlich Gesundheit, wenn du dich heilst. Das ist gut. Ah, die Zeit kurz verlangsamt. Das ist gut. Da kommen ja noch ein paar geile Moves dazu. Okay. Gut, Leute. Es war eine lange Folge. Ich würde sagen, wir sind jetzt auch am Ende derselben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch ein paar geile Tage und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge. Also, macht es gut, bis dann und ciao.